Ja, liebe Lüchen, herzlich willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung. Und zwar AFG Region. Genau, und die schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe die jetzt eben runtergeladen und wie man sieht, hat man dann da schon einen ganz schön großen Fuhrpark. Ich weiß es natürlich nicht, die ganze Beschreibung ist in Englisch. Aber mir haben die Bilder zugesagt und deswegen habe ich mir die jetzt mal runtergeholt. Und ja, es sieht schon mal aus wie eine riesen Map, wo man eigentlich sagen kann, hey, Fahrzeuge genug da, um im Multiplayer loszustarten. Meiner Meinung nach vielleicht sogar ein paar zu viele Fahrzeuge. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Map an sich. Also das ist quasi die Standard-Map, bisschen umgebaut, oder? So wie es ausschaut. Nein, das ist die die Westbridge. Und die ist umgebaut worden. Ich würde sagen, wir schauen uns das doch einfach mal an. Nee, das Hagenstedt umgebaut. Das ist eine umgebaute Hagenstedt-Map. Ja, genau. Aber ich denke mal, so wie die Fahrzeuge da sind, so viele Fahrzeuge wieder da sind, kann man eigentlich schon mal davon ausgehen, dass man da im Multiplayer so richtig losstarten kann. Ja, ich würde sagen, schnappen wir uns mal einen Traktor und schauen uns doch die Map mal ein bisschen an. Dann nehmen wir gleich mal den hier. So. Ne, das Gerät brauchen wir nicht. Das lassen wir stehen. So, und schauen wir uns mal an. Also Hagenstedt kennen wir ja. Man hat man dafür Fahrzeuge. Für jedes Gerät ein Fahrzeug. Ich denke mal, da kann man wirklich sofort im Multiplayer loslegen. Und was ist da los? Ah, das funktioniert. So, jetzt schauen wir erstmal hier hin. Was haben wir denn hier? Gewächshäuser. Also hier kann man schon mal anfangen mit Gewächshäuser. Da braucht man aber dann dazu Mist und so weiter. Gleich mal gucken, ob man irgendwelche Kühe und so weiter hat. Lagerbestand ist ganz normal. Okay. Kühe haben wir 30 Stück. Da ist sogar schon Gülle da. Also man kann auch sofort anfangen mit der Wirtschaft für... Also mit der Rinderzucht. Hühner sind da, 31 Stück. Schaf auch 30, also kann man mit Wally auch schon anfangen. Und da stehen Windmühlen. Ich denke mal, weiß es natürlich nicht, ob die so sind, dass man gleich damit Geld verdient. Aber wir werden das ja sehen. Vielleicht tut sich ja was, vielleicht wird das Geld ja mehr während der Zeit, wo wir da sind. So. Aber das kann man doch gleich mal testen. Und zwar steigen wir doch einfach mal hoch. Ja, genau, also man verdient sofort Geld. Ah, ja, ob das gut ist, also für ein Singleplay glaube ich weniger, aber für Multiplay kann ich mir das ganz gut vorstellen. Also Hagenstedt, ups, die kennen wir ja alle. Ach, da sind auch noch Fahrzeuge. Was gehört uns eigentlich schon von Anfang an? Nur Feld 16, aber warum dann so viele Maschinen? Naja, wenn man schnell Geld dazu bekommt, kann man schnell was dazu kaufen. Und dann kann man anfangen. Richtig knallhart. Also umgebaute Hagenstedt. Schon gut geeignet für Multiplayer. Meiner Meinung nach zwar ein bisschen zu viel Fahrzeuge. Aber... ja, warum nicht? Jetzt möchte ich bloß noch schnell mir jetzt verfahren wahrscheinlich. Nein, doch nicht. So, dann haben wir... da stehen auch schon Fahrzeuge. Eine LKW für die Abfahrt dann vom Silage. Oder besser gesagt vom Häckselgut.
So, was haben wir da? Ein Pflug. Häcksler. Alles da. Na, da kann man doch richtig gleich anfangen. Das finde ich voll cool. Hier. Ein paar Unterstände. Ah ne, das ist für Futter und so, oder? Warte mal, wo sind wir denn da? Hier. Mischfutter, Silage, Stroh. Okay. Aber der Kuhstall ist ja weit weg. Warum hat er das dann da hin gemacht? Dann hier auch noch ein paar Unterstände. Leicht flüssig. Und überall stehen Fahrzeuge rum. Also ich würde da erstmal ein paar verkaufen wahrscheinlich. Weil es ist schon zu viel. Steht der jetzt nur so da oder kann man den auch benutzen? Ich denke mal, den kann man auch benutzen, den Case. Ja. Kann man benutzen, also, ja doch. Also für Multiplay ist alles da von Anfang an, dass man gleich richtig loslegen kann. Windmühlen sind da. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber jetzt wollen wir natürlich mal noch was schauen. Und zwar Gaststätte, Landhandel, Hafen, Güterbahnhof. Mühle. Also Holzwirtschaft ist da nix da, so wie es aussieht. Jetzt fahren wir mal noch mal kurz zurück zum Hof. Ich möchte mir die Silos noch mal kurz anschauen. Ja, also mir gefällt sie trotzdem. Ja gut, ist halt die Hagenstedt, die kennt ja jeder, aber da oben mit den ganzen Windmühlen, wo man Geld macht, dann mit den Gewächshäusern. Naja, ich setze euch auf alle Fälle den Link rein in die Videobeschreibung. Könnt ihr es euch selber mal anschauen. Die Kuh ist cool, die da steht. Ah, Silos hat er das drin. Ah, sogar mit Anzeige. Und Hühner laufen frei rum. Okay. Aber Forstwirtschaft ist, so wie es aussieht, nicht mit drin. Weil ich sehe nirgends ein Sägewerk oder sowas ähnliches. Das ist auch kein Lease. Warte mal, ist da eins da? Nö, ich glaube nicht, da war nichts damit. Da haben wir einmal Kartoffeln, einmal Zuckerrüben und doch, da haben wir Häckselgut. Also Holzschnitz. Aber wo ist dann die Verbrennungsanlage? Da müsst ihr mal gucken, wo die ist. Da hat er die ja irgendwo hingestellt. Hier auf alle Fälle nirgends. Also das ist das erste Feld, was man hat. Das kennen wir ja auch. Da liegt ein Heuballen. Da das Häuschen umgebaut. Aber nirgends das Sägewerk. Also ich sehe es jetzt nirgends.
Da hinten steht auch nichts. Nö. Kein Sägewerk. Oder Verbrennungsanlage, also für Biomasse ist nichts da. Und da oben ist eigentlich ein bisschen noch, da ist der Bahnhof. Ne, da ist nichts. Nichts, kein Sägewerk. Schade eigentlich. Aber naja, dennoch kann man da schon was anfangen, wenn man jetzt nicht so auf die Forstwirtschaft steht. Dann steht auch ein Riesenhof. Die Kühe laufen frei rum. Okay, auch nicht schlecht. Da so viele Fahrzeuge, das ist schon der Hammer. Ach, und da hat man auch noch ein Silos, oder? Ja, ja. Tatsache. Saatgut. Aber Tannen hat er viel aufgestellt. Aber leider nirgends Sägewerk. Da hinten ist der Wollverkauf. Ups. Naja, aber trotzdem, vom Multiplayer stelle ich mir das ganz cool vor. Und ich denke, über kurz oder lang wird es so ein Sägewerk geben zum Einbauen. Geht das ja sowieso. Naja, das war es jetzt schon mal von der kleinen Vorstellung. Wie gesagt, den Download-Link haue ich euch mit in die Videobeschreibung. Und ja, dann, falls ihr das Spiel, viel Spaß beim Zocken. Also umgebaute Hagenstedt. AFG Regio ist der Name. Und mal schauen. Vielleicht zocke ich die mal ein bisschen und schau mal. Mir gefallen halt die vielen Fahrzeuge. Also da ist halt für alle was, für jeden was dabei. Da kann man gleich mit allem losstarten. Und das ist halt schon mal echt super. Gut, was mich stört, keine... Moment, jetzt schauen wir mal nochmal kurz. Die 2 Minuten haben wir noch. Da hat er ja das da oben mit hingebaut. Nee, das sind nur die ganzen Gewächshäuser. Also wie gesagt, meiner Meinung nach zu viel, zu schnell zu viel Geld. Aber dennoch für Multiplayer denke ich mal nicht schlecht. Gut, jo, das war's dann. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Map-Vorstellung oder Mod-Vorstellung, wie auch immer. Bis dann. Tschüss.